Hallo, ich bin Jonas Paul, euer Direktkandidat für den Wahlkreis Aachen II bei der nächsten Landtagswahl. Ich bin 37 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und unseren beiden Kindern in Burtscheid. Ich bin hier in Aachen in einem sehr offenen und toleranten Umfeld aufgewachsen und habe das in meiner Kindheit auch immer für völlig selbstverständlich gehalten, bis ich dann in den frühen 90er Jahren plötzlich feststellen musste, dass das leider nicht so ist. Als in Solingen, Mölln und Rostock-Lichtenhagen Häuser brannten, als Menschen wegen ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe verfolgt und getötet wurden, und das mitten in Deutschland, war das für mich erstmal ein Schock. Es war für mich ein Schock, aber es war auch ein Antrieb. Ein Antrieb, der mich auf die Straße gebracht hat und der mich politisiert hat, mich gegen Rassismus und gegen Rechtsextremismus einzusetzen. Wir stehen heute an einem Scheideweg. Wir müssen entscheiden, in welcher Gesellschaft wir zukünftig leben wollen. Wollen wir zurückfallen in nationalistisches Denken? Wollen wir der spürbaren und zunehmenden Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft weiter schweigend zusehen? Wollen wir zusehen, wie ganze Gesellschaftsgruppen ausgegrenzt und gegeneinander ausgespielt werden? Ich will das nicht. Ich will mich einsetzen für eine offene, demokratische Gesellschaft in NRW. Dafür müssen wir der schweigenden Mehrheit wieder eine Stimme geben. Den Menschen, die sich alltäglich im Kleinen engagieren, sei es im Sportverein oder in der Flüchtlingshilfe, im Seniorenbeirat, in der Schülervertretung. All das sind Orte, wo Demokratie alltäglich gelebt und erlebbar wird. Das sind die kleinen Bausteine, die unser NRW ausmachen. Und dafür stehe ich. Für eine offene, demokratische Gesellschaft. Und dafür bitte ich euch am 14. Mai um eure Stimme für starke Grüne in einem starken NRW in einem geeinten Europa.